Hallo meine lieben Freunde des Rotweins und willkommen zu den Predictions des 30. Spieltags. Bevor wir loslegen, muss ich ganz kurz eine Runde, wie soll ich sagen, feiern, weil am letzten Spieltag habe ich tatsächlich, ich habe es geschafft, von 9 Spielen 8 komplett richtig zu tippen. Krank, oder? Allein bei Wolfsburg gegen Frankfurt habe ich gesagt, dass es unentschieden wird und dann hat Frankfurt gewonnen. Also Wolfsburg hat mich mal wieder enttäuscht. Aber gut, kann man auch nichts ändern. Wenn man das Mittwochsspiel noch dazu nimmt, dieses nachgeholte Spiel von Bremen gegen Frankfurt, sind es sogar 9 von 10. Werde ich nie wieder schaffen. Man muss auch sagen, dass der letzte Spieltag relativ einfach zu tippen war, aber trotzdem. Dieses wundervolle T-Shirt gibt es jetzt nicht im Reisegruppe Suff Merch Store. Cool ist es natürlich trotzdem. Freiburg gegen Gladbach. Ein Spiel, das für mich auch wieder relativ einfach zu tippen ist. Ich sage natürlich, dass Gladbach gewinnt. Ist einfach die favorisierte Mannschaft und auch die Mannschaft, die gerade einfach stärker spielt. Mehr gibt es dazu auch gar nicht so wirklich zu sagen. Es tut mir leid, falls ihr eine super professionelle Analyse wolltet. Die gibt es an der Stelle leider wie immer nicht. Frankfurt gegen Mainz, da ist auf jeden Fall eine Rechnung offen aus der Hinrunde und auch wenn Frankfurt nicht in Mainz gewinnen kann, in Frankfurt sollte es doch auf jeden Fall möglich sein. Frankfurt hat ja auch die letzten beiden Spiele gewonnen, Mainz nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die gespielt haben, aber gewonnen haben sie auf jeden Fall nicht, das wüsste ich. Da ist noch eine Rechnung offen, Frankfurt ist gerade besser, also Frankfurt holt das Ding. Auch wenn Frankfurt jetzt vielleicht etwas nachlässt, weil sie sich denken, gut, jetzt sind wir eigentlich über den Berg mit dem Abstieg, aber trotzdem, ich sage, dass Frankfurt gewinnt, wenn auch knapp. In dem Spiel hoffen wir natürlich alle, dass Bayern nochmal Punkte liegen lässt. Das haben sie in der Rückrunde bisher nur einmal getan. Einmal gab es ein Unentschieden, ansonsten alles gewonnen. Also alle Hoffnungen, die wir nach der Hinrunde hatten, von wegen, ja, also Bayern ist ja gerade nicht so gut, die machen Fehler, ja, wurden natürlich dann wieder dank Hansi Flick zerschlagen. Also Bayern müsste jetzt doch in 3 Spielen Punkte liegen lassen und Dortmund müsste alle gewinnen, damit es noch was wird. Das halte ich doch sehr für unrealistisch, zumal Bayer Leverkusen so ein Kandidat ist, der gegen Bayern gewinnen könnte und auch für dieses Szenario gewinnen müsste, was ich halt aber einfach nicht sehe. Leverkusen ist zwar gerade stark, aber Bayern ist halt einfach stärker. Deshalb habe ich auf einen knappen Sieg für Bayern getippt. Dieses Spiel Düsseldorf gegen Hoffenheim ist für mich tatsächlich schwerer zu tippen, als es jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder auf den ersten, was auch immer, klingt. Denn ich finde tatsächlich, ja klar, also Hoffenheim ist der Favorit an dem Spiel, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass Düsseldorf auch ein würdiger Gegner ist. Gerade deshalb, weil Düsseldorf gegen den Abstieg spielt und sehr motiviert ist. Gut, für Hoffenheim geht es noch um europäische Plätze, die also auch. Also gut, ich sage, dass Hoffenheim gewinnt, aber knapp. Ja, Leipzig gegen Paderborn. Leipzig gewinnt. Dann haben wir das Topspiel, das ich auch sehr interessant finde und das nicht nur deshalb, weil ich Dortmund-Fan bin, sondern auch so. Wir haben Dortmund, wie gesagt, gegen Hertha BSC. Hertha ist ja seit Labbadia da, das ist sowas, was ich jetzt in den letzten Folgen immer gesagt habe und jetzt wahrscheinlich auch immer sagen werde, ist so ein neuer Running Gag hier in der Serie. Unter Labbadia ziemlich gut gespielt und Dortmund ist halt immer noch, Dortmund immer noch sehr gut. Deshalb wird das für Dortmund auf jeden Fall auch eine schwere Kiste oder wie sagt man das so, schwere Kiste, ne? Schwere Kiste, auf jeden Fall, ja. Trotzdem sage ich, dass Dortmund knapp gewinnen wird, weil die dann noch immer noch eine Klasse höher sind. Ja, genau. Also Leipzig jetzt ja auch fast geschafft, gegen Hertha zu gewinnen. Und wenn Leipzig es nicht schafft, dann aber auf jeden Fall Dortmund. Es folgt das Duell der beiden Ws. Und ja, auch hier ist es auf jeden Fall schwierig zu tippen, was da eigentlich so abgehen wird, weil Bremen ist immer noch sehr motiviert, hat ja auch die letzten Spiele wieder besser gespielt. Frankfurt hat mal wieder 3-0 verloren, aber trotzdem. Trotzdem ist Wolfsburg ziemlich gut in Form. Und deshalb tippe ich hier auf einen Sieg für Wolfsburg und eigentlich auch relativ deutlich. Also im Tippspiel habe ich 3-1 getippt. Union Berlin gegen Schalke und da stellt sich mir natürlich die Frage, kann man davon ausgehen, dass Schalke mal wieder Punkte holt oder anders gefragt, trauen wir es Union Berlin zu, gegen ein sehr angeschlagenes Schalke zu gewinnen? Ich finde die Frage sehr schwierig. Ich werde auf jeden Fall nicht auf einen Sieg von Schalke tippen. Deshalb ist dann die Frage, wird es ein Unentschieden oder gewinnt Union? Und ich finde, das ist so eine 50-50-Entscheidung. Ich entscheide mich aber mal trotzdem dafür, dass Union Berlin gewinnt, tatsächlich. Ich meine, ich fand es ja schon irgendwo waghalsig, dass ich gesagt habe, dass Bremen gegen Schalke gewinnt, aber es ist dann auch passiert. Ich sehe das bei Union Berlin irgendwie ähnlich. Also ich traue denen das auf jeden Fall zu. Schalke ist angeschlagen genug dafür. Und ich sage tatsächlich, ja, ich sage, dass Berlin gewinnt. Wenn auch nur knapp. Also ich habe 2-1 getippt. Das letzte Spiel am Spieltag ist Augsburg gegen Köln. Und alleine, weil ich noch kein Unentschieden getippt habe, wird es jetzt Zeit. Aber auch mal abgesehen davon würde ich ein Unentschieden tippen. Die beiden sind tabellarisch nicht weit voneinander entfernt. Und auch auf dem spielerischen Niveau, das beide gerade haben, sehe ich sie auf dem ähnlichen oder auf einem ähnlichen Level. Also für mich ist das einfach ein ganz klassisches Unentschieden mit nicht allzu vielen Toren.
Mal gucken, ob ich es in dieser Woche dann auch geschafft habe, die gute Quote von letzter Woche zu halten und wieder 8 von 9 Spielen richtig zu tippen. Das ist schon echt gut. Ich hätte ein Tippico schon machen sollen. Wobei, hätte ich ja verloren am Ende. Naja, egal. In einem Spiel. Gut, also vielen Dank fürs Zugucken wie immer. Auf ein gutes Bundesliga-Wochenende und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch, wie bekannt ist, wie...